Diesen Samstag gab es wieder Abstiegskampf pur in der Werner-Ruhemann-Halle. Die tabellenletzten Damen vom TC Blau-Weiß empfingen den Tabellenvorletzten, den Mariendorfer SC, zum Stadtderby. Da beide Teams mit 3 Punkten die Schlusslichter der ersten Bundesliga Ost bilden, war es ein direktes Aufeinandertreffen um den Klassenerhalt. Nach dem Anstoß dauerte es nicht lange, nach 5 Minuten gelang es Maike Timmermann, die Gäste nach einer Strafecke mit 1:0 in Führung zu bringen. Und 6 Minuten später gab es dann die Strafecke für Blau-Weiß. Kapitänin Annika Dittmar konnte hier die Chance nutzen und den wichtigen Ausgleich erzielen. Nur 2 Minuten später. Wieder war es Blau-Weiß, wieder die Kapitänin. Sie spielt den Ball in die Mitte und dort steht Annika Groß, die zum 2:1 Führungstreffer einnetzt. Das Spiel war von Anfang an relativ offen, denke ich. Wir haben eine schnelle Führung von MHC gut pariert, sind dann 2:1 in Führung gegangen zur Halbzeit, hatten aber schon in der ersten Halbzeit viele Ecken gegen uns, die unser Torhüter immens gut gehalten hat. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie nun richtig Fahrt auf. Die Gäste vom Mariendorfer SC kamen wesentlich stärker aus der Kabine und machten die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit sehr viel Druck auf das Tor von Blau-Weiß. In der 40. Minute konnte dann eine der vielen Strafecken der Gäste genutzt werden. 2:2 Ausgleich. Der 49. Minute gab es, na klar, eine Strafecke. Diesmal aber für Blau-Weiß. Und hier schloss die Kapitänin mal nicht selber ab, sondern schob den Ball weiter zu Madeleine Otto, die die Gastgeber nun wieder in Führung und näher zum Klassenerhalt brachte. Die letzten Minuten nun richtig rasant und intensiv. Mariendorf gab sich nicht geschlagen und belohnte sich in der 54. Minute mit dem 3:3 Ausgleich. Uns hätte ein Punkt überhaupt nicht geholfen, wir wären trotzdem auf dem letzten Platz geblieben. Deswegen haben wir einen Torwart rausgenommen, haben mit 6 Feldspielern gespielt, konnten so glücklich wirklich den Führungstreffer erzielen und am Ende das Ergebnis dann halten. Mit dem 4:3 hat Blau-Weiß nun wieder gute Chancen, die Liga halten zu können. Direkt am Folgetag gibt es das nächste wichtige Spiel für die Damen von Blau-Weiß. Die nun 5 Platzierten müssen gegen TuS Lichterfelde spielen, welche den 4. Platz belegen. Es bleibt also spannend in der Hockey-Bundesliga. Das ist für uns wahnsinnig wichtig. Wir haben jetzt die besten Chancen, die Liga zu halten. Das war von Anfang an der Saison unser großes Ziel.